Tag 33 meines Lebens im Lüftungsschacht. Die indigene Fauna hat mich mittlerweile als festes Bestandteil des Ökosystems akzeptiert. Das mag auch daran liegen, dass die indigene Fauna tot ist. Dennoch, sie betrachtet mich nicht als Bedrohung. Angegriffen werde ich auch nicht. Möglicherweise kann ich ihn überleben, ähnlich wie der Manatee in den Sümpfen von Florida. Einfach zu groß und zu fett sein, um von irgendwas aufgefressen zu werden. Und damit herzlich willkommen zurück. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da einfach durchrennen kann. Wir wissen, da ist so ein scheiß Auto-Selbstschieß-Tötungsding, das den guten Kollegen Smitherton erledigt hat. Wir haben nur noch 17 Leben, das ist jetzt nicht gerade viel, aber ist hier noch was? Ach nee, da kommen wir her. Ja gut, wir gehen jetzt einfach mal durch und schauen, ob wir das überleben. Ich tu mal, warte mal, schnell speichern. F6 und F7 war schnell laden. Okay. Gut, wir rennen da jetzt durch. Ah! Ja. Na gut. Damit habe ich ja nicht rechnen können. F7. Huch. Nehmen wir mal die Pumpgun. Ist das vielleicht besser? Oder vielleicht auch nicht so weit rennen gleich, ja? Es war natürlich unglücklich, dass wir da sofort drüber sind. Okay, 17. Wir schaffen... Also zwei Sprünge von denen halten wir aus. Ich tu mal schnell speichern. So. Ja, das ist ja auch lame, wenn ich die ganze Zeit schnell speichere, aber egal. Verdammt! Ich glaube, wir überleben das hier nicht, Leute. Okay, wenn jetzt hier auch noch so ein Viech ist, dann sind wir tot. Oh ja, Munition brauche ich. Gibt's denn hier keinen Heilungsscheißapparat? Ah. Ja, Mann, das Quietschen von der Tür hat jetzt sich so angehört wie so ein, ihr wisst schon, Viech. Naja gut, jetzt sind wir hier so im Kreis rum. Ich denke, letztendlich müssen wir doch da lang, wo die ganzen Viecher sind. Und ich, das werden wir nicht überleben. Ja, gut, bringen wir es hinter uns. Ich werde jetzt sie gleich sterben. Schon. Nein! Alter, war das knapp. Alter, war das knapp. Die ist schon... Habt ihr das gesehen? Das Ding war schon fast in meiner Fresse. Ich habe nicht gezählt, wie viel waren es denn, Leute? Okay, mit Rechtsklick schießt man auch anscheinend. Das ist tot. Ich glaube, das waren alle. Ah, oh, Caramba. Tut mir leid, jetzt muss ich einfach speichern. Das kriege ich nie wieder so hin. Oh je, wir werden draufgehen, Leute.
Daten werden geladen. Also nicht. Bitte sag mir, du hast was dabei. Stimmt. Unsere Chancen stehen besser, wenn wir uns zusammentun. Ja. Meine auf alle Fälle. Ja, klar. Hörst du das? Du hörst es nicht. Was tut denn da so? Uika? Uika? Ist denn da nichts drin? Verdammt! Ich raste hier aus. Ah! Oh Mann, ey. Tut mir leid. Ich hoffe, das Mikrofon versteuert ihn nicht, wenn ich hier so rumschreie, aber ich kann nicht anders. Alter, da oben ist ein Loch in der Decke. Was tut denn da so? Da steht einer. Das sind die. Ich weiß ja nicht gern, aber du bist ein verdammt schlechter Verfasser. Halt die Schnauze jetzt, ich weiß doch selber. Ja. Tschüss. Schon wieder das Periodensystem. Ich habe übrigens recht gehabt, das war Boa. Halleluja. 22%. Achso, sie sagt irgendwas anderes. 15% mit Energie, das interessiert mich nicht. Die Energie ist mir scheißegal, Mann. Ja, die werden immer von diesen Ekelviechern da reingezogen, oder? Kann das sein? Ich sehe es nicht. Ja, wenn er seinen Kumpel losgelassen hätte... Wahrscheinlich bald behandelt werden. Halt die Schnauze. Wenn er seinen Kumpel losgelassen hätte, wäre er nicht mit reingezogen worden. Also links steht einer, rechts kann ich schlecht sehen. Oh je. Schieß doch! Wie, kapierst du nicht? Töte sie doch! Bist du bescheuert? Wie kann man denn so phlegmatisch sein? Was passiert da? Wo sind sie hin? Ui, wie interessant. Schauen Sie sich das bloß mal an. Mein Gott, hat doch nicht. Ich will es nicht nochmal sagen. Wo sind sie hin? Alter, die Geräusche machen mich fertig. Okay, der ist tot. Habe ich den getötet? Bescheuert? Ah! Ah! Okay. Ja, ich gerate manchmal in Panik. Das habt ihr gut erkannt, Leute. Jetzt kommt schon. Scheiß. Mistvieh. So, als allerletzten Ausweg. Hört er von rechts irgendwas? Ich wollte gerade sagen, als allerletzter Ausweg ist die Schrotflinte ganz gut, wenn die direkt vor einem schon stehen.
Die müssen zum Glück immer aufladen zum Schießen, das ist ganz gut. Alter, jetzt höre ich sie von überall. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, dann hört ihr das vielleicht genauso. Oh, es sind zwei. Es sind drei. Jetzt sind noch zwei. Ja, Mann. Oh, ich bin gut. Ich bin verdammt gut, wenn ich mal keine Angst mehr habe. Aber ich höre doch immer noch einen hier. Ich höre sie, als ob sie überall wären. Ich gehe mal hier so lang. Weil da nämlich eine Tür ist. Das gefällt mir nicht. Also noch, oh Gott, ey. Okay, den sehe ich durch die Wand. Das ist schon mal gut. Ah! Lecco mio. Das hätte mich fast gehabt. Ah! Shit! Alter, du Schwein! Oh. Der war schlau. Der war richtig schlau. Ja, was heißt schlau? Er ist mir hinterhergerannt einfach. Aber ich hätte gedacht, er bleibt stehen. In dem Raum. Ah. So. Also. Mir bald alles gesäubert. Da hinten steht einer, in dem Raum vielleicht auch einer. Granaten wären gut. Ja, Mann. Ja. Okay. Oh nö, jetzt höre ich euch schon wieder. Ich hasse das. Ich speichere. So. Die würden doch bestimmt durch die Decke da durchfallen. Ich sehe doch von hier aus, dass die Decke locker ist. Und ist einfach scheiße ungenau. Ah! Ist der tot? Diese Ekelteile da an der Decke, ich hasse sie. Machst du das Geräusch? Da fehlen vier Schüsse. Nö, er macht nicht das Geräusch. Jetzt hängt das Ding immer noch da dort. Fahr doch mal deinen Scheiß. Was ist das? Ach, das ist ein lauer Typ. Sag mal, ich. Tut mir leid, aber das macht mich fertig. An dem Ding hängt man ja dann fest. Ich höre euch doch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Ach so, ja. Wie? Was? Der ist einfach tot. Oh, Kundschaft. Ja, hallo, was kann ich für Sie tun? Mhm, ja. Sie fühlen sich so phlegmatisch.
auch wenn Monster auf sie zustimmen, dann schießen sie einfach nicht. Ja, genau das Richtige für sie. Lichtschalter. So. Ja, keine Ahnung. Was bist du für einer? Ich kann's immer noch nicht fassen. Du hast keine Hilfe vorhin. Jetzt kann ich mir das hier mal alles in Ruhe anschauen, oder? Kann das sein? Was muss ich eigentlich machen? Ich habe schon längst meinen Auftrag vergessen. Überleben ist mein Auftrag. Da ist er. Ging sie noch irgendwo weit? War ich da schon? Hört sich nicht so an. Ich verstehe mal nicht, warum der andere tot umgekippt ist. Wahrscheinlich, weil er wirklich nicht wissen wollte, was die Leute in der Außenwelt von uns halten. Sie arbeiten im Labor für andere Materie. Ja, ich erkenne sie wieder. Ja, und? Das geht doch dich nichts an, wo ich arbeite. Du arbeitest auch hier. Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Ach so. Allerdings habe ich so meine Zweifel, ob wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Ja, Moment. Ich muss ja gerade mein Mikro ein bisschen... Das geht die ganze Zeit runter. Okay. Es kommen also jede Menge Soldaten. Eigentlich war es ja mein Job, nach oben zu gehen und irgendwie Hilfe zu holen. Es kommt auch ohne, dass ich was gemacht habe, Hilfe. Okay, man braucht mich anscheinend nicht mehr. Ich kann auch wieder nach Hause gehen. Ich gehe jetzt auch nach Hause, ihr könnt's mich alle machen. Ah! Leck mich am Arsch, das habe ich zu spät gesehen. Ich habe bloß einen Lebenspunkt verloren, fucking schnell reagiert. Ah, der... Den töten? Er ist doch Schwachsinn. Ah! Ah, jetzt hilft mir das Autogeschütz mal. Alter! Wie weit kannst du springen, du Sau? Auf zu piepsen, das macht mich fertig. Rup. Ich kenne auch das Geräusch, das ist wieder so ein Dackel, oder? Nee. Nee, das ist so einer, okay. Die Frage ist ja. Wirst du jetzt erschossen oder nicht? Oh. Das sieht ja mehr als ein Schuss aus. Explosives. Oh. Da schieße ich lieber jetzt schon drauf, weil sonst schießt das Autogeschütz noch hin. Hält eh einen Haufen aus. Gut. Weiter im Text. No smoking in this area. Na gut. Ach, das sind solche ekelhaften... Na gut, so ekelhaft sind sie gar nicht, aber die sind intelligent. Mehr oder weniger. Die Raptoren. Die jagen im Rudel. Daten werden geladen. Schlimme Sachen werden passieren. Hallo. Hallo. Ich werde froh sein, wenn ich das hier an einem Stück überlebe. In einem Stück. An einem.
dem Stück. Was bist du für einer? Könnte jetzt echt ein kühles Blondes gebrauchen. Ja, Mann. Ihr mit einem scheiß kühlen Blonden, ich hasse euch. Hey, was zum Teufel machst du hier unten? Verschwinde nach oben. Ich hab gehört, dass Soldaten uns retten kommen. Ich puste dir gleich die Fresse weg. Was höre ich denn da schon wieder alles für Zeug? Oh Leute, es ist gruselig. Da geht's lang. Das kannst du mir glauben, den in den Lüftungsschacht gehe ich als allerletztes. Warum ist... Alter, da rutscht man einfach runter. Verarscht mich nicht, ihr seid doch hier. Doch, ich höre euch. Ich bin nicht verrückt. Ah! Alligatorschnecke. Alter. Wie sehr schnell. Oh Gott. Leck mich am Arsch. Damit hätte ich auch rechnen können. Krokodile sind auch so schnell, Leute. Lasst euch da nicht lumpen. Und die sind auch an Land. Gefährlich. Sind das Granaten? Okay, alles ist gut. Ja, es sind wahrhaftig Granaten. Ja, ich auf der 5 jetzt, okay. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal weiter. Männlicher Schrei. Alter. Ah, voll getroffen. Warte. Dich krieg ich. Okay, da oben ist nochmal so ein Ding. Das ist ein Lüftungsschacht. Ah, ja. Geil. Moment mal, ich könnte mal nachladen. Okay, guter Einfall. Alter, jetzt ist mein Mikrofon schon wieder so weit unten. Ich wundere mich schon, warum... Ich folge immer dem Mikro und dann auf einmal hocke ich da mit der Glöckner von Notre Dame. Weil das immer nach unten geht. Ich schaffe es. Okay, geschafft. So. Zeit haben wir dann noch. Ja. Eigentlich nicht mehr viel. Was ist das für eine Musik? Oh nö, hau ab. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay, nächste Folge gehen wir der gruseligen Musik auf den. Auf die. Ja. Na, ihr wisst schon. Wie heißt denn das? Ich komm nicht da hinter. Wir gehen der gruseligen Musik auf die Spur. Ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ciao.